Ich bin Doris Zürcher. Ich betreue seit 18 Jahren die Ehrenmitglieder vom Schweizerischen Turnverband. Und es ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne mache. Ich bin ein positiver, aufgestellter Mensch. Ich bin gerne mit fröhlichen Leuten zusammen, weil ich selber gerne Feste tue. Ich habe auch gerne Ordnung und erwarte von mir selber, dass ich saubere und genaue Arbeit mache. Die SCV Ehrengarde sind drei verschiedene Kategorien. Und einerseits die Ehrenauszeichnung. Das sind Leute, die sehr viel geleistet haben. Dann gibt es die Kategorie Ehrenmitglieder, das ist die höchste Auszeichnung. Und die dritte Kategorie sind ehemalige Kunstturner, die aus dem Kunstturnerverband gekommen sind, die wir übernommen haben, dem STV, wo der Kunstturnerverband eigentlich aufgehört hat. Dann alle Ehrenmitglieder jedes Jahr mit einer Geburtstagskarte überraschen. Für runde Geburtstage gibt es noch einen Blumenstrauß, den ich über Flöre geschickt habe. Und dann tun wir jedes Jahr ein Ehrenmitgliedertreffen organisieren mit einem Ehrenmitglied von der Region, wo sich freiwillig meldet, wo mir helfen tut. Und die weniger schöne Aufgabe, die auch dazu gehört, ist, dass ich bei einem Todesfall, wenn jemand gestorben ist, auch an der Beerdigung teilnehme und auch nachher den Nachruf schreibe. Es braucht auf jeden Fall sehr viel Arbeit, die man im SDK geleistet hat. Und es gibt das Reglement, das eigentlich genau festlegt, was es braucht. Es braucht eine gewisse Punktzahl und da ist festgelegt pro Charge, wie viele Punkte dass man da überkommt pro Jahr. Und dann muss eine Punktzahl erreicht werden, wo zwei Drittel muss man auf STV-Stufe erreicht haben und ein Drittel wird auch noch vom Kanton angerechnet, was man dort gemacht hat. Ich bin krank gewesen, mit Fieber und Grippe im Bett gelegen, dann schellte das Telefon und ich wollte es zuerst gar nicht abnehmen und habe es dann gleich gemacht und dann war die Zeitung am Togawa-Zeitung am Telefon gewesen und hat gesagt, er gratuliere mir zur Togawa Förderin des Jahres. Und ich habe das nicht können glauben und habe gesagt, ich glaube, da sind sie falsch. Das bin sicher nicht ich damit gemeint, da sind Sie an der falschen Adresse. Und er sagt, aber Sie sind doch Doris Zürcher und wohnen in Warzig. Ja, das bin ich schon, aber ich habe mit dem sicher nichts zu tun. Und dann sagt er, jawohl, dann sind Sie heute gewählt worden als Togawa Sportförderin des Jahres. Und ich muss sagen, das ist für mich also eine riesige Erfahrung, ein riesiges Lob, dass ich überhaupt das erleben durfte. Das war für mich etwas ganz Wunderbares.